Shalom, Shalom. Ja, ich habe heute die Erlaubnis bekommen, eine wunderbare 40-tägige Studie von der Strahlender Freude Gemeinde in Pforzheim, für die es keine Videos gibt. Da darf ich jetzt die 40 Predigten predigen. So, ich bin begeistert von dieser klaren Zusammenstellung meiner Geschwister in Pforzheim. Und ich vertraue, dass ihr auch gesegnet werdet. Und zwar hat Jesus uns das Evangelium gebracht, das stimmt. Aber nach seiner Auferstehung hat er nur mehr noch gepredigt vom Reich Gottes. 40 Tage. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Zwischen seiner Auferstehung und der Himmelfahrt waren 40 Tage, wo er nur gepredigt hat, Reich Gottes. Und ich glaube, wir haben das bisher sehr, sehr vernachlässigt. Und deshalb haben wir so eine egoistische Christenheit. Ja, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Haben wir Konfessionen gebildet, wo wir uns gegenseitig bekämpfen und noch gegenseitig beschuldigen, wer besser ist und wer es ist zum Schreien. Und Gott möchte aber, dass wir ein Leib werden, ein Leib, der Leib Jesu Christi. Gott, der Vater bereitet jetzt gerade die Braut vor. Und ihr Lieben, der hat nicht eine Braut in jeder Konfession, der hat eine Braut. Und ich bin so überzeugt, dass zurzeit die Braut und die Hure sich scheiden. Die Braut, das ist die, die den Heiligen Geist hat. Das ist die, die sich reinhält, die sich ganz hundertprozentig auf ihren Bräutigam, auf das Kommen ihres Bräutigams einstellt und die nicht etwas tut, um etwas zu bekommen, sondern die alles tut, weil sie schon bekommen hat. Ihr Lieben, Gott möchte nicht, dass wir irgendetwas tun, um etwas zu bekommen. Alle Religionen, die dieses System haben, die liegen daneben. Kein Mensch kann sich vor Gott so gerecht machen, dass er alles ausgleichen könnte, sondern wir müssen uns alles schenken lassen. Gnade ist ein Geschenk von Gott. Und erst wenn wir erkennen, dass wir uns lieben lassen müssen, bevor wir Liebe geben können oder lieben lassen dürfen, unverschämt empfangen dürfen, damit wir dann weitergeben können. Und so möchte ich jetzt diese 40 Predigten, die meine Geschwister schon im so wunderschön vorbereitet haben, aber ein bisschen mit meiner Färbung euch bringen. Und das möchte ich gern aus dem Markus-Evangelium 1, 14 bis 15 lesen für euch. Da heißt es, nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkündigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. So, und es geht noch bis dorthin, ja. Und da hat Jesus eben angefangen, das lesen wir jetzt in der Apostelgeschichte, warte mal. In der Apostelgeschichte 1,3, da steht, ja, lass mich ganz oben anfangen. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt, und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, verlasset Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und da habe ich euch schon eine,
ein Erlebnis erzählt, das ich in Israel hatte im letzten Jahr. Ich war dort eingeladen von, eigentlich von orthodoxen Juden und habe zum ersten Mal so eine wunderbare Gemeinschaft gehabt mit diesen lieben Menschen. Und da wurde ich auch eingeladen, wir waren beim Schabbatfeier dabei, wir waren in der Synagoge und dann wurden wir eingeladen als Gruppe, ich war mit circa 7, 8 Afrikanern dort, zu einem Rabbiner. Und das war ein ganz lieber Mann, man spürte wirklich die Liebe Gottes aus ihm. Und der hat uns erzählt vom Werdegang des jüdischen Volkes, wie sie bis jetzt geistlich gewachsen sind. Und er sagte, und wir glauben, wir haben bis jetzt geglaubt, dass die Tora, das geschriebene Wort Gottes, die höchste Offenbarung Gottes ist. Aber wir spüren jetzt alle, wir stehen an einer Wand und wir sind vor einem Durchbruch. Und wir wissen aber noch nicht was, aber wir sind voller Erwartung, was vor uns liegt. Und plötzlich sagt der Herr zu mir, mach deine Tasche auf und lies von dem Buch, das da drinnen ist, die erste Schriftstelle. Ich wusste gar nicht, was Gott meint, aber das war das Buch, komm in deine Bestimmung. Und da war die erste Schriftstelle im 2. Korinther 3, 6. Und da heißt es, ich fange schon mit 4 an. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können. Nein, Gott hat uns Kraft gegeben. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden. Den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Und dann habe ich zu dem Rabbiner gesagt, ich glaube, ich kann Ihnen eine Antwort geben für Ihre Frage, was der nächste Durchbruch sein wird. Das ist ein Wort von einem Juden, allerdings ein messianischer Jude, einer unserer stärksten Evangelisten, unserer stärksten Lehrer in der Bibel, und zwar Paulus. Und dann habe ich ihm dieses Wort vorgelesen. Und dann sagt er, lies es noch einmal. Und dann habe ich von da weg gelesen, wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Und ihr Lieben, er sagt dann zu mir, ich höre. Und ich habe das Gleiche gehört. Wir haben beide das Wort Ruach gehört. Und Ruach auf Hebräisch heißt der Heilige Geist. Das war so ein Durchbruch in dem Mann, in dem Leben dieses Mannes. Und ihr Lieben, um das geht es. Wisst ihr, wir haben Kirche gespielt. Ich bin überzeugt, dass 99% der Gottesdienste jeden Sonntag gut ablaufen würden, auch wenn der Heilige Geist nie kommen würde. Weil wir so einfach so routiniert sind, ja. Aber wenn wir mal durchbrechen in ein Leben, in der totalen Verbindung mit Gott, dann brauchen wir seinen Geist. Dann müssen wir erkennen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Kann's auch nicht oft genug sagen. In Johannes Evangelium 15 heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist verflixt wenig. Aber in ihm, mit ihm und durch ihn alles, was er vorbereitet hat. Und ich war so begeistert, wie der Heilige Geist. Ich war nie eine Theologin und wie Gott mir in der Stunde genau das richtige Wort gibt. Wisst ihr, das ist wirklich das Geheimnis eines geisterfüllten Christens. Und da möchte ich euch jetzt aus dem Traktat von Hudson Taylor ein Stück lesen. Und zwar heißt es da, wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird, durch Meditationen, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun und lassen soll,
Über Versuchungen und Gefahren? Nein. Er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren, sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal fest geworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers, er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen, denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will, nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer eine neue kindliche Übergabe ihres ganzen Wesens an ihn. Und das ist das Ausgetauschte, das Bleibende, das fruchtbringende Leben. Das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Im Galater 2,20, da heißt es, das kann nämlich im Leben eines jeden Christen Wirklichkeit werden und soll Wirklichkeit werden. Und ich glaube, die gesamte Christenheit steht zurzeit am Jordan, wo diese geistliche Wahrheit sich vollzogen hat, nämlich dass sie mitgekreuzigt wurden mit Jesus Christus. Da heißt es, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst. Selbst, ihr Lieben, ist das größte Problem. Sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper als Glauben, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich geopfert hat. Das ist das Geheimnis eines geisterfüllten Christens. Und da möchte ich euch jetzt noch dazu vorlesen. Wisst ihr, zur Zeit wird alles so lebendig. Es geht nicht, ihr Lieben, es geht nicht um Theologie, es geht um Erkenntnis in den Herzen. Die Wahrheit, wir müssen Aha-Erlebnisse haben, nicht nur darum wissen, sondern es muss uns richtig im Herzen ergreifen. Der Herr sagt uns im Johannesevangelium 8,31, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Es geht um viel mehr als um theologisches Wissen. Es geht um Lebenserkenntnis, und zwar des Erkenntnisses aus der Auferstehung Jesu Christi heraus. Im Johannesevangelium 18 sagt Jesus im Vers 36, Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute mich für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht. Ich bin ein König und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Und ich darf in diesen Tagen jetzt erleben, dass Menschen, die bisher nicht zugänglich waren für die Liebe Gottes, plötzlich hat der Heilige Geist angefangen, an ihren Herzen zu arbeiten. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt in den nächsten Wochen uns hauptsächlich mit Reich Gottes Prinzipien befassen werden. Wisst ihr, Kinder Gottes, und wenn du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Leben, also solange du nicht aufgenommen hast, bist du nicht ein Kind Gottes, du bist ein Geschöpf Gottes. Aber die Bibel sagt,
diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also du musst Jesus aufnehmen, in dein Leben einladen, erkennen, dass du ihn brauchst. Und die Kinder Gottes sind dazu berufen, das Reich Gottes in der Welt aufzurichten und ein Werkzeug von Gottes Wirken hier auf der Erde zu sein. Das Problem aber ist, dass die meisten Kinder Gottes das Reich Gottes von außen anzapfen wollen, um ihre Probleme zu lösen oder um aufzutanken. So kommt man im Reich Gottes aber nicht zum Erfolg, und die Folge ist, dass viele Kinder Gottes resignieren und enttäuscht werden. Ihr Lieben, wenn ihr permanent nur von Konferenz zu Konferenz lauft oder von Sonntag zu Sonntag euch durchwurstelt, dann habt ihr noch nicht begriffen, um was es geht. Es geht nicht um ein Aufdanken. Es geht um an der Quelle zu bleiben. Ich kann mich erinnern an einen Pastor in Amerika, der war zum Schreien. Der hat eines Sonntags gepredigt und gesagt, ich habe es satt, jeden Sonntag eure Windeln zu wechseln. Ihr seid alle noch Babys im Reich Gottes. Ihr seid alle noch unmündig. Wisst ihr, es ist lustig, wenn ein Kleinkind noch volle Windeln hat. Aber wenn ein Christ, der schon 10 Jahre Christ ist, noch volle Windeln hat, dann ist das nicht mehr lustig. Gott möchte uns hineinführen in eine Lebensliebesbeziehung mit Gott, damit wir immer dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Also wisst ihr, jeden Sonntag kommt ihr alle, um eine Milchflasche zu kriegen. Wenn ich einen Steak gebe, das könnt ihr ja gar nicht kauen. Und dann sind diese besonderen Gebetszeiten, ja, wo wir euch wieder auf Zack bringen. Nächste Woche ist wieder das gleiche Problem. Ihr kommt wieder mit den gleichen vollen Windeln in die Gemeinde. Und euer Leben, bitte entschuldige den Ausdruck, ihr nennt es beschissen. Es ist, weil du nicht die richtigen Entscheidungen triffst. Und so möchte der Herr, dass wir lernen, in der Fülle zu leben. Ja, die Fülle des Reiches Gottes erleben wird erst dann vollkommen sein, wenn wir die Prinzipien seines Reiches erkennen. Nicht nur da oben wissen, sondern dass sie in uns Fleisch geworden sind. Wisst ihr, das Wort Gottes muss sich in uns verstoffwechseln. Müssen wir kauen, meditieren. Es geht nicht um das Verstehen, sondern um das Erkennen. Da geht einem das Licht auf. Mit der Erkenntnis, genauer ein erlebnismäßiges Eindringen in deine Person, verändert sich unser ganzes Leben, unser Denken und unser Handeln. Und in der Erkenntnis werden wir freigesetzt. Der Herr sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch freimachen. Und wir werden zu effektiven Werkzeugen Gottes, die dann in ihrer Berufung leben. Unsere Berufung ist hier, auf dieser Welt Gott zu vertreten. Das ist eine hohe Berufung, ihr Lieben. Und da kommen wir mit unseren eigenen Machenschaften nicht durch. Jesus fordert uns auf, nach seinem Reich zu trachten. In Matthäus Evangelium 6, das möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Matthäus 6, da heißt es, also übrigens in Matthäus 6,10 heißt es, lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Und glaubt ihr, das ist bisher geschehen? Bei ganz wenigen Menschen. Wir nennen sie die hervorragenden Heiligen. Aber das soll der Normalzustand eines Kindes Gottes sein. Ja, im Matthäus-Evangelium 6, da heißt es, ich lese euch das gerade noch das Ganze vor, weil es ist ein ganz wichtiges Kapitel, von Vers 24 an bis dann zum Schluss 34. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für die einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Ihr Lieben, Geld ist ein guter Diener, aber ein entsetzlicher Meister. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels und wir sehen, wo wir da hingekommen sind auf dieser Welt.
Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, keine Sorgen um Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viel Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, die Lilien auf den Wiesen, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann euch vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dieses alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Also, wir sollen zuerst sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns zufallen. Ich erlebe das permanent, nicht nur im Kleinen, sondern im sehr Großen. Gott hat mir Tausende von Menschen anvertraut, für die ich verantwortlich bin. Dass sie zu essen haben, dass sie schlafen können, dass sie Kleidung haben, dass sie einfach sich entfalten dürfen in die Menschen, die Gott, deren Traum sie in Gottes Herzen sind. Und ich sage es euch, wenn ich nicht wüsste, dass die alle Gott gehören, würde ich verrückt werden. Ich muss nur jeden Tag tun, was er mir zeigt. Der Rest ist sein Problem. Und er tut es. Er tut es. Glaubt mir, ihr könnt sogar Gott jetzt daran erinnern und sagen, lieber Gott, wenn du für die Maria so sorgst, dann bitte sorge auch für mich. Ich werfe meine ganzen Ängste auf dich. Ich lass los. Ich vertraue mein Leben einzig und allein meinem himmlischen Vater an, der mich geschaffen hat, dessen Gedanke ich bin und der für mich einen Traum in meinem Leben hat. Also bitte, lass los und lass Gott die Wahrheit entfalten in deinem Leben, wozu er dich auf diese Welt gestellt hat. Und du wirst staunen, was da Gott für dich hat. Jesus fordert uns nämlich auf, nach Reich Gottes zu trachten. Und hier liegt die Verheißung, dass dann alles hinzugefügt wird. Ich könnte euch Geschichte um Geschichte erzählen, wie Gott alles in meinem Leben hinzufügt. Ob das geistlich ist, ob das emotional ist, ob das, ja, alles, in jeder Hinsicht. Er ist mein Leben und er möchte dein Leben sein. Shalom, Shalom.